Leute, heute packen wir gemeinsam einen richtig coolen Adventskalender aus. Und zwar ist das wirklich der teuerste Adventskalender, den ich, glaube ich, hier jemals auf YouTube ausgepackt habe. Es handelt sich nämlich um den Adventskalender von Jo Malone. Vielleicht kennen ihn auch einige von euch. Der ist wirklich sehr, sehr teuer. Dieser Adventskalender kostet knapp 400 Euro, Leute. Ich werde ihn euch mal in die Infobox verlinken. Der ist fast überall auch schon ausverkauft tatsächlich. Und da der eben so limitiert ist, kann ich den heute leider nicht in diesem Video verlosen. Aber ich habe was anderes für euch. Und zwar habe ich ganz, ganz tolle Produkte von Jo Malone für euch, die ich verlosen darf. Die werde ich euch hier einmal einblenden, dann werdet ihr auch alles auf einen Blick sehen. Das ist wirklich ein sehr, sehr teures Paket, was ihr da gewinnen könnt. Wenn ihr an dieser Verlosung teilnehmen möchtet, müsst ihr einfach nur hier unten kostenlos meinen Kanal abonnieren. Die Glocke aktivieren ist auch ganz, ganz wichtig, damit ihr in Zukunft keine weiteren Videos von mir verpasst und hoffentlich da auch immer schön aktiv seid. Diesem Video einen Daumen nach oben geben und einfach nur kommentieren und dann seid ihr schon automatisch mit dabei und den Gewinner schreibe ich entweder in die Kommentare oder in die Infobox. Ich kann es wirklich gar nicht abwarten, diesen Adventskalender auszupacken, deswegen machen wir das jetzt mal. Also die Verpackung ist schon mal sehr, 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 sehr hochwertig. Also ich hatte, glaube ich, noch nie eine hochwertigere Verpackung. Ich glaube, ihr hört es, ist auch sehr, sehr schwer. Und so sieht das Ganze aus. Kann man dann hier so auf- und zuklappen. Und hier gehen wenigstens die Türchen nicht direkt auf, wenn man das Ganze zuklappt. Ich hoffe, man konnte das sehen. Die Verpackung ist wirklich mega, mega schön. Ist hier in so einem Häuschenstil, so ein bisschen London angehaucht. Die Marke ist ja auch ursprünglich aus London. Und ich würde sagen, wir packen direkt mal aus. Die Türchen sind alle sehr, sehr klein. Aber ihr müsst bedenken, das ist wirklich eine sehr, sehr teure Marke. Also wirklich sehr teuer. Und da kostet meistens auch so ein kleines Fläschchen schon sehr viel. Deswegen packen wir einfach mal Türchen Nummer 1 aus. Ich bin sehr, sehr gespannt, was hier drin sein wird. Ist alles auch so schön verpackt in so einem goldenen Papier. So. In dem ersten Türchen ist ein Duft drin und Leute, ihr wisst gar nicht, wie sehr ich diese Düfte von Jo Malone liebe. Das sind wirklich einer der hochwertigsten und luxuriösesten Düfte, die es eigentlich auf dem Markt gibt. Und zwar ist das hier die Sorte Basil & Narrowly und das ist ein Cologne-Duft. Oh mein Gott, und das sind 9 Milliliter, also diese kleinen Fläschchen finde ich auch wirklich super praktisch, weil die haben auch wirklich hier so ein, wie nennt sich das denn, so ein Sprühaufsatz, womit ihr euch auch einsprühen könnt und nicht immer nur so machen könnt. Das finde ich halt wirklich mega. Boah, Leute, dieser Duft riecht einfach nur wahnsinnig. Also das riecht wirklich sehr, 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 sehr teuer. Und wie gesagt, hier sind ganze 9 Milliliter drin, was ich halt wirklich sehr gut finde, weil das auch wirklich ein Duft ist, den man dann auch wirklich länger probieren kann. Es ist jetzt keine super mini kleine Probe, sondern es ist wirklich ein Duft, den du, sag ich mal, einen Monat lang bestimmt benutzen kannst. Das finde ich echt toll. Und wenn er dir dann gefällt, kannst du den in Originalgröße nachkaufen. So, es geht weiter mit dem zweiten Türchen. Und das hier sieht nicht nach einem Duft aus. Okay, hier haben wir ein kleines Duschgel, glaube ich. Body and Hand Wash. Ist ein Gel, genau, Wild Bluebell. Und das sind 15 Milliliter. Oh mein Gott, Leute. Diese Düfte sind einfach krank. Boah, das ist wirklich heftig. Also das ist wirklich echt, boah. Wenn ihr mal dran riechen könntet, ich wünschte es, das ist wirklich, boah. Das ist wirklich einfach nur der Wahnsinn. Ich kann gar kein anderes Wort mehr finden. Ich liebe wirklich Jo Malone über alles, deswegen, keine Ahnung, ich freue mich da jetzt gerade extrem drüber, weil das ist echt toll, auch für die Handtasche, weil wenn ihr zum Beispiel irgendwo seid und euch die Hände waschen wollt oder der Seifenspender leer ist oder ihr einfach eure eigene Seife benutzen wollt, dann könnt ihr das halt auch immer mitführen, weil das wirklich eine tolle kleine Größe ist. Türchen 3. Was werden wir denn hier wohl drin haben? Und zwar ist hier Oud und Bergamot drin. Das ist, also Oud ist halt dieses Holzige. Boah, das ist wirklich ein Duft für Manu. Das ist zum Beispiel, es sind alle Düfte unisex, aber ich finde das hier halt zum Beispiel sehr, sehr männlich. Das sind auch wieder 9 Milliliter und auch wieder mit so einem Sprühaufsatz, womit ihr euch wieder einsprühen könnt. Und ich sag's euch, Manu steht total auf solche Düfte mit Oud halt und das ist halt wirklich, boah. Also Luxusdüfte sind meistens immer mit diesem Oud, das könnt ihr euch mal merken. Und das sind halt meistens auch so die Düfte, die eigentlich unisex sind, aber meiner Meinung nach eher männlicher sind. Aber das ist wirklich, Manu wird sich sehr darüber freuen. Ja, also dieser Kalender, ne, ich finde den jetzt schon echt mega. Machen wir einfach mal weiter mit Türchen 4 und hier ist etwas Schweres drin und ich hoffe so sehr, dass hier eine Kerze drin ist. Jo Malone hat auch Kerzen, die sind wirklich sehr, sehr krass. Hoffentlich ist hier eine... Oh ja, Leute. Oh mein Gott, das ist eine Kerze von Jo Malone. Sweet Almond and Macaroon. Die riecht wirklich nach... ja, nach Mandeln, so ein bisschen Marzipan-mäßig, aber eigentlich so nach Makronen halt eher. Bombe, wirklich perfekt zu Weihnachten. Das ist hier die Kerze. Das ist so eine ganz kleine Kerze. Und Leute, ich liebe Duftkerzen, ne? Ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Duftkerzen.
Und die riecht wirklich, ich glaube, wenn ihr die anzündet, riecht euer ganzes Haus. Es riecht sehr, sehr intensiv und sehr, sehr lecker. Ach ja, ich hoffe, es kommen noch mehr Kerzen. So, machen wir weiter mit Türchen 5 und auf die 6 bin ich sehr gespannt. Wie ihr wisst, ist da ja Nikolaus. So, wir packen aber erstmal die 5 auf und hier ist wieder etwas Kleines. Ich hoffe, wieder ein Duft. Diese Düfte, Leute, muss man wirklich mal probiert haben. Wenn ihr von Jo Malone noch nie was gehört habt, dann geht in eine Parfümerie, die wirklich ein bisschen hochwertiger ist. Ich weiß nicht, ob das jedes Douglas führt. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, nein. Aber guckt euch wirklich mal die Düfte an und sprüht die mal auf. Die sind wirklich der Wahnsinn. Da lohnt es sich auch wirklich, ein bisschen mehr Geld zu investieren, weil die halt auch wirklich halten. Und zwar ist das hier Blackberry and Bay. Oh, das ist auch ein krasser Duft. Ich kann die Düfte halt nie so beschreiben, aber es riecht halt so sehr elegant. Frisch, aber auch ein bisschen schwerer. Boah, das ist wirklich, die Düfte, die kann man einfach nicht beschreiben. Das sind halt so wirklich hochwertige Düfte, wo man direkt weiß, okay, das kann nur ein hochwertiger Duft sein. Also das ist wirklich krass einfach nur. So, jetzt bin ich gespannt, was in der 6 drin sein wird, ob die da was Besonderes reingetan haben. Sieht auf jeden Fall nicht nach einem Duft aus, sondern nach etwas anderem. Oha, was ist das denn? Das ist hier eine English Peer and Freesia oder so Body Cream. Also es ist eine Body Cream von Jo Malone. Das sind wieder 15 Milliliter und da werde ich direkt auch mal was testen von. Ich finde ja sowas immer sehr, sehr interessant. Body Cream, oh mein Gott. Ich habe solche Düfte wirklich noch nie gerochen, ne? Es riecht nach Rose. Auf jeden Fall rosig. Frisch und krass. Was anderes kann ich dazu nicht sagen. Ist eine heftige Body... Oha, wie schnell ist die eingezogen? Ist wirklich eine heftige Bodylotion. Also, das wird wahrscheinlich auch seinen Preis haben. Bin ich mir sicher. So, machen wir weiter mit Türchen Nummer 7. Und das kommt hier schon direkt rausgeschossen. Oh yeah, wir haben wieder einen Duft. Und zwar Tube Rose... Angelica, genau, Tube Rose Angelica. Oh mein Gott, ist das krass. Das ist jetzt nicht so männlich, auch wenn das jetzt so schwarz ist. Das können definitiv auch Frauen benutzen. Ja, was soll ich dazu sagen? Das riecht wirklich nach einem... Es riecht süß. Ja, ich kann das ehrlich gesagt gar nicht beschreiben. Ihr müsst da wirklich selber mal irgendwie dran schnuppern gehen. Die Düfte sind einfach krass. Also, bisher war kein Duft dabei, der mir nicht gefallen hat. Und ihr wisst ja, auf was für Düfte ich stehe. Ja. Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Ich finde, die Düfte sind einfach alle irgendwie richtig, richtig hammergeil. So, machen wir weiter mit Türchen 8. Und hier ist, glaube ich, auch wieder ein Duftlein drin. Also perfekt für die Leute, die halt Jo Malone lieben und halt viele Düfte ausprobieren wollen. Okay, das hier ist der Duft Black Cedarwood and Juniper. Oh mein Gott, Leute, dieser Duft erinnert mich an etwas. Boah, der ist überkrass, ne? Da muss ich mich direkt mal mit einsprühen. Boah, dieser Duft erinnert mich an irgendjemanden. An irgendjemanden, den ich damals immer gefeiert habe. Ich weiß aber nicht mehr an wen, ne? Es ist ein Männer- als auch ein Frauenduft. Ist ja klar, ist ja unisex, aber ich finde, so einen Duft können Männer und Frauen tragen. Irgendjemand, den ich früher als Kind richtig toll fand, hat den Duft getragen. Boah, es riecht Bombe, ne? Wow. Wow, wow, wow. Merkt euch das. Cedarwood and Juniper. Bombe, sage ich euch. So, machen wir weiter mit Türchen Nummer 9. Also, wenn ihr Parfüm-Junkies seid, glaubt mir, das wird euch gefallen. Hammermäßiger Duft. Oh mein Gott. Oh, das dürft ihr aber nicht zu viel nehmen, weil das ist wirklich sehr intensiv ein Spritzer reicht. Ich habe jetzt ein bisschen übertrieben und ich merke gerade, das ist selbst mir zu viel, weil der Duft wirklich sehr stark ist. Ja, hier haben wir in Türchen Nummer 9 von Jo Malone wieder Velvet Rose in Oud. Ist ein Shower Oil, also ein Schaueröl. 15 Milliliter wieder. So sieht das Ganze aus und da freue ich mich auch schon sehr mit zu duschen. Jetzt habe ich hier den ganzen Geruch in der Nase. Ich habe wirklich zu viel gesprüht von diesem Duft, Leute. Ein Spritzer reicht. Und das ist auch schon zu viel. Hier rieche ich jetzt nicht so viel, muss ich sagen. Weil das halt auch ein Öl ist. Aber ich werde heute mal damit duschen gehen. Wird bestimmt auch sehr lecker sein. Also diese Düfte sind wirklich krass, Leute. So, machen wir weiter mit Türchen 10. Ich hoffe, dass irgendwo mal wieder eine Kerze drin sein wird. Ich fand diese Kerze ja so hammermäßig. So, was haben wir denn da? Hier haben wir auch wieder einen Duft, der ist ein bisschen heller als die anderen, so ein bisschen gelblicher auch, und zwar Amber and Lavender. Da muss ich wirklich sagen, das ist gar nicht mein Duft. Ich mag Lavendel gar nicht.
Oh, nee, das ist für mich so der Inbegriff von Oma-Duft. Das gefällt mir wirklich nicht, muss ich sagen. Aber es kann einem ja auch nicht alles gefallen, ne? Machen wir weiter mit der 11. Und Leute, ich glaube, in der 11 ist mal wieder eine geile Kerze drin. Oh mein Gott, ich kann es gar nicht fassen, ne? Ich liebe Kerzen über... Bitte nicht, ich habe schon gedacht, die fällt mir runter. Oh, die ist krass, Leute. Die ist wirklich krass. Die Kerze heißt hier Incense Embers. Und ich muss wirklich sagen, das riecht wie Kirche, Leute. Das riecht wirklich nach Weihrauch, nach Glut, wie es ja auch steht. Das ist wirklich 1:1 Kirche. Also wenn ich die an dieser Kerze rieche, denke ich an Kirche. Ja, kann auch ganz entspannt sein. Also wenn ihr euch die Kirche nach Hause holen wollt, könnt ihr euch gerne mal diese Kerze hier anschauen. Also es ist wirklich, ich mag ja den Geruch von Kirche sogar sehr. Es ist wirklich 1A Kirche. Ja, ich glaube, jeder war schon mal in der Kirche. Es ist wirklich krass. 1A Kirche ist das, ich sag's euch. Das ist wirklich, was für Düfte die entwickeln, echt krass. Machen wir weiter mit der 12. Und zwar haben wir hier wieder ein kleines Fläschchen drin. Ich kann schon gar nichts mehr riechen, muss ich sagen. Weil ich wirklich jetzt schon an zu vielem gerochen habe. Ich muss gleich mal hier ein bisschen Kaffee holen. Boah, das ist auch ein geiler Duft. Das ist auch eher ein Frauenduft, würde ich sagen. Und zwar ist hier Dark Amber and Ginger Lily. So sieht das Ganze aus und es ist ein sehr, sehr geiler Frauenduft. Ja, ist ein bisschen schwerer, was heißt ein bisschen, ist sehr schwer, aber ich mag's. Das ist auf jeden Fall ein Frauenduft, kein Männerduft, würde ich sagen. Dann machen wir mal weiter mit Türchen 13. Ihr merkt schon, diese Düfte nehmen mich gerade ein bisschen mit, weil das wirklich ein bisschen zu intensiv und zu stark ist. So, Türchen 13 ist wieder ein Duft drin, glaube ich, aber irgendwas Größeres, glaube ich, oder nee. War nun doppelt in Papier eingemoppelt. Und zwar ist das hier der Duft Earl Grey and Cucumber und... Das muss ich sagen, ist auch nicht so meins, aber ich finde ja so Gurke und so. Naja, doch. Doch, jetzt wo ich es gesprüht habe, es riecht sehr frisch, so richtig so. Kennt ihr dieses Wasser, wo auch Gurken und so mal mit drin ist? So zitronig, gurkig und so riecht das. Doch, ist auch nicht schlecht, doch. Ich habe, glaube ich, echt nur an viel zu vielen Düften gerochen, dass ich jetzt echt kaum was noch riechen kann. Beziehungsweise noch beurteilen kann, ob was noch gut riecht oder nicht. Ja, machen wir mal weiter mit der 14. Wo ist die 14? Die ist hier. Oh, hier ist wieder eine Kerze drin, Leute, glaube ich. Mal gucken, ob ich recht habe. Oh ja, nee, doch nicht. Ich habe schon gedacht, das ist eine Kerze. Das ist hier eine Body Cream. Myrrh. Wie wird denn das ausgesprochen? And Tonka. Boah, M-Y-R-R-H. Wie wird denn sowas ausgesprochen? Keine Ahnung. And Tonka. Mal gucken, wie das jetzt riecht. Ich glaube, das ist sogar Full Size, kann das sein. 50 Milliliter, schon echt ordentlich. Boah, Leute, ist das krass, ne? Das riecht wirklich sehr weihnachtlich. Krasser Duft. Heftige Bodylotion auf jeden Fall. Das ist geil. Also es gefällt mir mega, mega gut. So, machen wir mal weiter mit der 15. Und wir nähern uns jetzt langsam, aber sicher dem Ende. Hier ist auch wieder ein Duft, glaube ich, drin. Oder nee? Oder doch? Doch. Und zwar haben wir hier Velvet Rose and Oud. Oh mein Gott, ich glaube, das könnte krass riechen. Das könnte krass riechen. Boah, geil. Also das ist so ein Duft, wo ich auch wieder sage, für Männer und für Frauen geeignet. Ja, das riecht einfach nach... Das ist, boah, also ich glaube, das lege ich mir direkt mal raus, da kommt Manu auch nicht dran, auch wenn es für Männer sein könnte, das ist eher so ein Unisex-Duft, aber boah, der ist heftig, der ist wirklich, das riecht wirklich so luxuriös einfach, muss ich echt sagen. So, die 16, wo ist die 16? Ich bin schon ganz gespannt. Dieser Adventskalender, ich liebe den, ne? Der ist zwar sehr, sehr teuer, aber ich finde den echt, ich feiere den richtig hart gerade. Ich hoffe, dass mir nach diesem Video nicht schlecht sein wird, weil es ist wirklich schon sehr... Parfümlastig. Nektarine, Blossom and Honey. Oh, das ist so toll. Oh Gott, Leute. Das riecht so lecker. Es riecht wirklich nach Nektarine und Honig, aber noch so viel, viel besser. Oh, der Duft ist Bombe. Ich würde mir das am liebsten nur in mein Nasenloch reinstecken und so die ganze Zeit dran riechen, ne? Okay, ich höre besser damit auf. Wir machen weiter mit der 17, bevor es hier noch peinlich wird. Die 17 ist hier, die war direkt daneben. Und hier ist, glaube ich, wieder irgendwas Seifenartiges drin, ne? Oh, und tschüss. Zum Glück war das jetzt nicht aus Glas. Und zwar haben wir hier von Jo Malone ein Bath Oil. Das finde ich auch voll cool. Und zwar Peony and Blush Sweat. Darf man das so trinken? Das wäre geil. Es riecht sehr süßlich. Ich liebe süße Düfte. Bombe.
Damit gehe ich heute direkt mal baden. Also das ist, boah, das ist auch sehr, sehr lecker. Notiert euch mal diesen Duft. Das ist Bombe zum Baden. Ja, so, Türchen 18. Wo bist du? Hier habe ich auch schon die 18. Okay, das ist hier 154 Cologne. Das ist wirklich so ein Duft, der wirklich älteren Männern stehen würde. Ist jetzt auch nicht unbedingt meins, also der Duft heißt 154. Ist wirklich so ein Duft für ältere Männer. Dann stelle ich mir den Mann wirklich so mit einer Zigarre vor und mit diesem Duft irgendwie. Keine Ahnung, ist so ein älterer Männerduft, würde ich schon sagen. Aber ich finde es halt voll cool, weil diese Düfte sind alle unisex. Auch wenn ich jetzt sage, das riecht eher ein bisschen mehr nach Frau, das riecht ein bisschen eher nach Mann. Aber wie gesagt, das ist halt alles unisex, können Männer und Frauen tragen. Ja, das könnt ihr halt wie gesagt selber entscheiden, da braucht ihr nichts auf meine Meinung geben. Wir machen mal weiter mit 19. Ich habe jetzt, glaube ich, fast alle Düfte von Jo Malone hier zu Hause, die krass sind. Und zwar ist das Jasmin, Sambac und Marigold. Okay, das ist auch wieder so ein Intensduft. Boah, der ist krass. Ey, für dich sind richtig krasse Düfte hier drin, ne? Guck, wie krass das ist. Aber da waren noch so Oud-Düfte und so drin. Die sind wirklich, boah, ist das überkrass, ne? Es riecht einfach alles gut, ne? Kannst du mal sprühen? Ja. Das war für Frau aber, glaube ich jetzt. Ja, schon ein bisschen fraulich. Aber ich gebe dir gleich das, was für Männer war. Das, die sind so krass, diese Düfte. Du willst nie wieder was anderes benutzen, ich sag's dir. So, Türchen 20. Das ist hier wieder ein Duft und zwar Mimosa and Cardamom oder so. Cardamom. Boah, ich rieche schon gar nichts mehr, Leute, muss ich euch sagen. Aber auf jeden Fall sind die Düfte einfach alle krass. Ich glaube, ich muss jetzt mal aufhören zu riechen. Und ich hoffe, dass jetzt hier in den nächsten Türchen keine Düfte mehr drin sind, weil ich kann nicht mehr. Also klar, ich werde nochmal daran riechen, aber ich kann es, glaube ich, nicht mehr beschreiben. So, Türchen 21. Hier ist wieder eine Kerze drin. Mal gucken jetzt, wie die riecht. Da bin ich echt... Boah, die ist krass. Ich glaube, das ist die krasseste von dem Adventskalender jetzt. Das ist auch, glaube ich, die beste, die mir jetzt gefällt. Und zwar... Ah, das hatten wir eben gerade schon mal. Peony and Blush Sweat. Ja. Heftiger Duft. Boah, das ist wirklich krass. Wirklich, wenn ihr diese Kerze anzündet, ich glaube, euer ganzes Haus riecht danach. Wirklich intensive, starke, heftige Düfte. So, Türchen Nummer 22 haben wir hier. Hier ist nochmal ein Duft drin. Und dann nur noch zwei Türchen, dann bin ich endlich durch. Weil ich muss euch wirklich sagen, an einem Tag so viele Düfte zu probieren, zu riechen, ist wirklich krass. Hier ist wieder so ein schwarzes drin. Und zwar Bronze, Wood and Leather. Boah, das ist mir ein bisschen zu stark, glaube ich. Aber das würde Manu gefallen. Er mag ja so starke Düfte. Boah, das ist, glaube ich, Manus Seins. Es ist zu stark für mich. Es riecht mir zu stark nach Leder. Es ist ein Männerduft, definitiv kein Frauenduft. Es ist sehr, 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 sehr stark. Es gibt starke Düfte, aber das ist sehr stark, würde ich sagen. So, wir machen weiter mit 23 und dann bin ich auch schon gespannt, was in der 24 drin ist. Boah, also wenn ihr wirklich hochwertige Düfte hoch 20 haben wollt, die wirklich feine teuer sind, sage ich mal, dann gönnt euch den Kalender. Hier haben wir jetzt nochmal einen Duft und zwar Honeysuckle and Davana, okay? Boah, boah, der ist geil, der Duft. Auch wenn ich... der ist geil, der ist sehr, sehr süß und ich liebe süße Düfte. Boah, definitiv auch ein Frauenduft, würde ich sagen. So sieht er aus und auch immer alles 9 Milliliter. Und das ist wirklich... So, Kamera ist gerade kurz ausgegangen. Also der ist wirklich sehr, sehr süß und ich liebe sehr süße Düfte. Und jetzt die 24, Leute, da bin ich echt gespannt. Hier ist irgendwas Viereckiges drin, ne? Was wird das wohl sein? I don't know. Oh, wow, wow. Hier haben wir eine Seife, eine Lime, Basil und Mandarin. Also Basilikum und Mandarine. Genauso riecht es auch nach Basilikum und Mandarine. Eine Seife. Okay. Genau, eine Sapun. Eine Seife. Sapun heißt auch auf Serbisch Seife. Genau, so sieht die aus. Das sind 50 Gramm. Das ist bestimmt ein Full-Size, eine Full-Size-Seife. Und da freue ich mich sehr darüber. Werde ich mir direkt ins Gästebad stellen. Da können meine Gäste direkt sich mit einer teuren Seife die Hände waschen. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, der Kalender ist krass. Gerade für Leute, die sehr, sehr Wert auf Düfte legen. Und immer, sage ich mal, guck mal, hier sind ja Düfte drin, ohne Ende, sage ich mal. Und wer sich... nicht auf einen Duft beschränken kann oder zwei von Jo Malone richtig geil findet, aber sich denkt, boah, die sind schon echt teuer. Wenn ihr zum Beispiel zwei Düfte von Jo Malone kauft, seid ihr locker bei 500 Euro fast. Deswegen, dieser Adventskalender kostet knapp 400 Euro, aber ihr habt super viele Düfte, die ihr nicht nur einmal so sprühen könnt, sondern wirklich einen Monat lang oder so benutzen könnt, weil wie gesagt, ein Spritzer ist schon zu viel, weil diese Düfte so intensiv sind, die halten halt auch sehr lange. Und ja,
Deswegen könnt ihr, also habt ihr sehr, sehr lange was von diesen Düften und habt auch sehr viele Düfte davon, wo ihr euch wirklich durchprobieren könnt und dann sagen könnt, hey, guck mal, ich habe den Duft, ich habe den Duft, ich habe den Duft und ihr könnt immer variieren und habt da nicht nur einen Duft zu Hause stehen, der super teuer ist. Deswegen muss ich sagen, kann ich den Adventskalender zu 100% weiterempfehlen. Auch wenn er wirklich teuer ist, aber das ist wirklich eine sehr hochwertige, luxuriöse Marke, die wirklich sehr, sehr teuer ist auch. Deswegen muss man schon mit diesem hohen Preis rechnen, aber dafür habt ihr ja wirklich Variationen ohne Ende. Habt Kerzen, habt Bodylotions drin gehabt, habt Badeöle drin gehabt, Seife und so weiter. Also ich finde wirklich, hier ist die Kombi sehr gut gelungen. Ihr habt auch viele Düfte gehabt zum Ausprobieren, beziehungsweise nicht nur zum Probieren, sondern wirklich zum Benutzen von mehreren Monaten auch. Ja, also ich kann nur einen fetten Daumen nach oben geben. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie der Kalender euch gefällt. Macht noch sehr gerne bei der Verlosung mit und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon zu einem nächsten Video wieder und bis dann. Ciao!